Hören Sie, ich will dort wohnen bleiben, wo ich mein Leben lang gewohnt habe. Das steht mir rechtlich zu. Ja, aber wir sind doch eine Bank. Wir handeln mit Geld. Uns verlassen? Ja, ich weiß nur noch nicht wie. Und wohin? Und das ist doch der ganze Trick, wie die uns halten. Weil man nicht mehr weiß, wohin. Und wie. Wir werden es schon schaffen. Na ja. Ich bitte Sie, Herr Klein, nehmen Sie Vernunft an. Wieso ich? Das Vormundschaftsgericht hat mir doch amtlich bestätigt, dass ich sowas nicht mehr habe. Kommen Sie. Die Deutsche Boden- und Kreditbank. Starker Gegner. Wir müssen ihn studieren. Ein Bankbetrug, das ist schwer verdientes Geld. Wo haben Sie denn das Rad her? Gefunden! Verweigern Sie, seien Sie mal vorsichtig, damit können Sie doch nicht fahren. Sie können sich Ihren Hals brechen. Unserem alten Hals brechen, wie ordinär. Wir sind jetzt im 6. Monat. Die Sache ist reif. Nächste Woche können wir den Kredit beantragen. Italienisch, sagten Sie, meine Liebe? Nein, nein, nicht zu zögern. Erinnern Sie sich, Sie müssen diesen irrigen Gang haben. Ja, so ist es richtig, ausgezeichnet. Und den Blick immer auf die Augen gerichtet. Nicht loslassen. Ich möchte bei Ihnen ein Girokonto eröffnen. Das war ein wenig zu laut. Die Stimme muss in feiner Mittellage gehalten werden. Ich mache es Ihnen mal vor. Jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst komme ich noch zu spät. Lina Carstens bekam für Lina Brake den Bundesfilmpreis 1975 als beste Schauspielerin. Der Film Lina Brake bekam den Bundesfilmpreis in Gold als bester Film des Jahres.